Willkommen zurück zum 17. Part von Resident Evil 4. Im letzten Part haben wir diesen Turm hier gemeistert und hinter uns gelassen. Wir kamen von da und jetzt sind wir hier. Und hier drin befindet sich wohl auch Salazar. So. Deswegen gehen wir jetzt rein. Aber zuerst mal lade ich hier alle Waffen mal nach. TMP, habe ich da noch was? Nice. Ja. Schauen wir mal, was uns hier erwartet, hier drin. Okay. Ein Haufen Scheiße. Zwei Gladiatoren. Und wir laufen ganz langsam. Müssen wir ja auch. Wow, nice, nice. Okay, solange die menschlichen, ich nenne sie jetzt einfach mal menschlich, Gegner noch leben, die nerven nur. Einer ist, glaube ich, schon tot. Oh ne, hier ist noch einer. Ui! Power, power up! Jetzt aber. So. Lol, wie viele von euch leben noch, ihr Penner? Seht mal, hier ist eine Kanone. Eine Glocke, meine ich. Ah, Scheiße, hinter uns. Kacke. Aber ich hoffe, jetzt sind wenigstens alle Menschen tot. Sie suchen uns beide. Kacke. Wie machen wir jetzt das? Ui! Langsam laufen. Boah, beide. Jetzt aber die Durchschlags... Ah ne, wir nehmen die Broken Butterfly. Die hat nämlich viel Durchschlagskraft. Schusskraft. Das tat denen gut. Ich lasse sie jetzt einfach auch ausgerüstet, denn sie ist extrem wirkungsvoll. Jetzt, wo die Menschen tot sind. Also das ist echt ein extremer Raum. Die können einen nämlich One-Hit killen, wenn man nicht aufpasst. Dreh dich um, dreh dich um. Nein, umdrehen sollst du dich. Ja, genau. Einer ist tot. Einer ist tot. So, der ohne Rüstung lebt noch. Das wird jetzt eigentlich ein Kinderspiel, den zu killen. Genau, und das ist jetzt auch geschehen.
Nice. Natürlich bekommen wir viel Kohle. Das haben wir uns jetzt auch verdient. Beide Schweine sind tot. Gott sei Dank. Jetzt suchen wir die Umgebung noch nach Nützlichem ab. Und ja, ich denke mal, Salazar ist auch nicht weit. Das war jetzt aber schon extrem krass darum. Oh, hier wäre noch eine Glocke gewesen. Gewehrmuni. Gut, dann gehen wir mal hier durch, oder? Hätte man hier einfach flüchten können? Nee, da war doch abgesperrt, oder? So. Ja, gut. Hier bekommen wir noch allerlei Heiltränke. Wären auch nicht schlecht, oder Kräuter. Ja, gehen wir rein. Salazar, bist du hier drin? Oh, Cutscene. Ashley. Hi, Ashley. Hier ist sie. Kacke. Leon. Sie sitzt in der Klemme. Mr. Kennedy. Hier ist sie. Don't you know when it's time to throw in the towel? Scheiße! No! Leon! Okay. Quick-Time-Event. Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. Lol. How dare you! No more games! Kill him! Kill! Okay, jetzt schickt es ein Diener auf uns los. We shall prepare for the ritual! Ja, sicher leben wir. Boah, der wollte uns echt umbringen, aber wir haben uns noch gerettet. Gut. So, maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Okay, er dreht vollkommen durch. Wow, und hier sind Leute, schon ganz andere Leute aufgespießt worden. Wow, das war sicher qualvoll. Oh, was die wohl verbrochen haben. Vielleicht waren das alles so Händler-Typen. Ah ne, hier ist der Händler. Hallo. Boah, sogar eine Krone hat der hier. Naja, anstatt dass der doofe Händler hier die Schätze aufsammelt. Welcome. Welcome. Ja, selber. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? Zuerst mal verkaufen. Krone. Is that all, stranger? Ja, nee. Is that all? Is that all? Is that all? Lach nicht immer so doof. Was gibt's denn hier? Noch einen Raketenwerfer gibt's, ja. Ziemlich cool. Aber, ne. Kiune, Pistole. Das ist sicher keine schlechte Idee. Thank you. Is that all, stranger? Ja. Oh, scheiße, jetzt können wir genau nicht. Die Kapazität. Vielleicht können wir ja noch was verkaufen. Ne, sieht schlecht aus. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr, denke ich. Gut, wir haben kein Scharfschützengewehr mehr. Dafür tunen wir jetzt unsere Broken Butterfly auf. Ja. Und damit werden wir ihm jetzt den Gnadenschuss verpassen. Ah, ich hab's eh ausgelöst. Ist zwar voll die Verschwendung, aber für den Hit... Jetzt wollte ich gerade, ihr wisst schon, was sagen. Ja. Für den Händler ist mir nichts zu schade. So, Salazar hat jetzt also seinen Diener nach uns ausgesandt. Oh, noch ein Seidenkristall. Und ja, wir müssen uns jetzt wieder hinaufbahnen. Denn Ashley ist in größter Gefahr. Okay, okay. Hinter uns ist also was. Laufen wir einfach weiter. Als ob nichts wäre.
schnell da rein. Oha, chill. Okay, es ist jetzt im gleichen Raum wie wir sind. Einfach weiterlaufen, schätze ich mal. Oh, Quicktime Event. Lol. Okay, es wird sehr gefährlich, sieht man ja. Oh, die Musik, scheiße. Nice. Wir müssen jetzt den Strom einschalten. Kacke, die Tür ist zu. Scheiße, wir müssen also 4 Minuten überleben und wir können uns sicher sein. Diese 4 Minuten werden die schlimmsten 4 Minuten unseres Lebens sein. Ja, cool. Okay, das Vieh ist hier in seiner vollen Pracht. Lol, was tust du denn, du Vollidiot, Mann? So, wir haben hier aber so Stickstoff, damit können wir das Vieh, wenn es klappt, einfrieren, genau. Und für diesen Moment habe ich den Raketenwerfer gekauft, denn der wird ihn One-Hit killen und das Vieh ist wirklich sowas von overpowered, das kann man sonst nicht, fast gar nicht reinkriegen. Aber mit dem Raketenwerfer geht das. Und zwar ganz schnell. Ah, nice. Oh, wir hätten das mit der Krone kombinieren können. Ist ja jetzt auch scheißegal. Der wird sich auch alleine drüber freuen. Der Händler natürlich. Okay, nice. Dann hätten wir das auch erledigt. Ja, der hätte uns jetzt nämlich verfolgt. Cool, wie er ist. Und hier sind überall so Gasflaschen, mit denen wir ihn wieder einfrieren hätten können. Aber wir haben uns das Ganze jetzt erspart. Das wäre echt eine ziemliche Hetzerei gewesen. Und ja, kauft ihr, wenn ihr das Spiel spielt, am besten auch einen Raketenwerfer und spart ihn euch auf bis daher. Wird, glaube ich, das Beste sein. Ja, hier müssen wir lang. Hier war der Aufzug, der keinen Strom hatte. Aber er hat jetzt wieder Strom. Okay, sein Diener ist tot. Nimm das mit, gerne doch. Ja. Und wir gehen jetzt hier runter. So, ziemlich verrückt das Ganze. It seems that Lol. Salazar is having difficulty taming the American pig. Der schon wieder. Salazar had his chance. Der hat Louis getötet. Go get the girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Oha. Okay, da kommt anscheinend noch einiges auf uns zu. Denke ich oder befürchte ich jetzt einfach mal. Aber naja. Wir müssen Ashley schnell finden. Und das werden wir auch. Früher oder später, hoffentlich. Also besser früher als später. Und der Händler hat uns schon erwartet mit seinen Waren. Oh, und eine Schießbude gibt's wieder. Die dritte also. Die machen wir. Die machen wir. Dann gibt's also anscheinend doch 4 Schießbuden. Welcome. Schnellfeuergewehr. Für jede Reihe nehme ich eine. Nee, ich nehme lieber wieder das.
Oh, es ist ein C-Typ gegeben, den machen wir aber anschließend gleich. Also bis zu 6 Preise können wir anscheinend einheimsen. Die wollen wir natürlich alle. Oh, Salazar. Das Lachen. Das war nice. Das ebenfalls. 0 Preise, wir müssen C spielen. Also war das eben Zeitverschwendung. Gut, ich bin auch schlecht. Lol, ich hab ihr doch in den Kopf geschossen. Dem auch gerade, aber... Aber wenn er halt meint, nein, nö, kann ich auch nichts für. 3, okay, wir brauchen nochmal 3. Also nochmal Spiel C. Also, so viele Punkte wie möglich natürlich. Brauchen wir. Das sieht gut aus. Nice, das war doch eine ganz Leistung. Okay, und wir haben alle 6 Dinger, die wir brauchen. So, beim nächsten Händler wird es dann ein Spieltyp C geben. D meine ich, denke ich einfach mal. Und wir haben jetzt wieder viel Kohle gekriegt. Ja, wir sehen uns dann, wenn wir alle haben die Statuen auch an, die wir hier haben. Also keine Sorge. Wird schon werden. Also das hier hätte man wahrscheinlich mit der Krone kombinieren können, dann hätte es noch mehr Kohle gegeben, aber ich dachte voreilig. Also kann man nichts machen. Und Pionen, was gibt es jetzt wieder? Nix. Gut, das wirst du mit dem Leben bezahlen. Wie immer. LOL. Ah, geht doch. Louis Notiz. LOL, das wollte ich eigentlich lesen. Okay. Oh, 8. Der erste Kastellan begrub die Last Plagas tief unter der Burg, um sie völlig zu verstecken. Als aber Salazar sie freiließ, dachte niemand, er würde sie wieder zum Leben erwecken können, da sie nur mumifizierte Überreste waren. Jeder wusste, dass die Parasiten ohne Wirt nicht überleben können. Aber als Salazar und seine Leute die Überreste ausgruben, schien es fast, als ob die Las Plagas nur darauf warteten, entdeckt zu werden und wieder aufzuerstehen. Jahre später begannen die Dorfbewohner, die bei der Auswertung der Las Plagas geholfen haben, an Krämpfen zu leiden. Und eines Tages wurden sie zu gewalttätigen Wilden. Später fand man dann heraus, dass dies von den Las Plagas verursacht worden war. Sie hatten all die Jahre im Zellstein und in Spornform überlebt. Anscheinend atmeten die Dorfbewohner beim Ausgraben die Sporen ein, die in ihren Körpern wieder aktiv wurden. So erwachten die Las Plagas zu neuem Leben. Während ich schreibe, werden weitere Las Plagas ausgegraben. Wer weiß, wie viele dieser Las Plagas bereits wiederbelebt wurden, ganz zu schweigen von all den Ganados, die erschaffen werden. Ihr menschliches Treiben muss ein Ende finden. Wenn sie nicht aufgehalten werden könnten, weltweit Menschen zu Opfer ihres verrückten Kults werden. Okay, Louis hat eine Notiz geschrieben. Okay. Wissen wir schon mal, woher die Viecher kommen. Unterirdisch. Also müsste es hier eigentlich die Überreste der Plagas geben, also der Parasiten. Und hier sehen wir schon wieder Dorfbewohner, die hier mithelfen mussten bei den Ausgrabungen. Oh! Moment, der Nunchuck spinnt. Sorry. Kann ich aber nichts für. Nein, Opa. Komm her.
Ja, das passiert, wenn man sie abschießt, während sie... Aber das haben wir eh schon gesehen. Denke ich mal, dass das schon mal passiert ist. So, was gibt's denn hier zu sehen? Achtung, bei Überladen des Wagens mit Dynamit wird der Trennschalter bestätigt. Okay. Aha. Gut. Gut zu wissen. So, wir sind hier jetzt im Stollen in einer Mine. Genau. Lol. Wenn man nicht zielen kann, dann sollte man's... Oh, ich sollte nicht reden. Ich sollte nicht labern. Und hier nicht abhauen. Ja, tritt ihn weg, Mann. Komm, er soll explodieren, er soll explodieren. Das Ding brennt ja schon. Die Lunte brennt. Nice, das war jetzt nice. Magnum Muni. Ja, stirb halt. Nicht so. Ich hasse es, wenn sie zu Parasiten werden. Weil sie sind dann so mühsam zu töten. Oh gut. Gut, gut. Läuft. Das läuft bei uns. Oh, hier oben ist aber noch einer. Ein alter Sack. Und er soll natürlich auch sterben. Ah, hast du was für uns? Nein. Oh, das nehmen wir aber trotzdem gern. So, der alte Sack. Oh, what the fuck? Wo schießt der hin? Vollidiot. Oh, hier sehen wir noch mehr Leute. Lol. Diese Leute machen wir lieber schnell kaputt. Denn sonst werden sie uns später... Lol. Geil. In die Quere kommen. Gut, es scheint jetzt ruhig zu sein. Und diese Ruhe nutzen wir natürlich auch. Ah. Okay. Runter da. Ich weiß, was zu tun ist. Oh, ich bin falsch. Ja, hier ist ein Schalter. Also, wir müssen hier natürlich weiter. Und das schaffen wir nur mit Dynamit. Obwohl, wenn ich Leon wäre, würde ich einfach so rüberspringen oder halt über dieses Ding hier. Halt. Laufen. Gehen. Ja, Hebel bestätigen. Nice. Wir könnten den Fels noch mit einem Raketenwerfer beseitigen. Okay, jetzt müssen wir hier rauf. Aber den Raketenwerfer haben wir ja schon verschwendet. Und es sind neue Gegner. Hier. Oh oh. Beziehungsweise nur einer. Gott sei Dank. Schön in die Bombe reinschießen. Dann passiert nämlich das. So, jetzt das hier drücken. Dann kann das Ding runterfahren. Oder? Oder? Ah. Ja. Jetzt nochmal den anderen Knopf drücken. Nice. War ja klar. War ja klar, dass irgend so ein Scheiß passieren muss. Wo ist er denn? Wo denn? Oben?
Oder unten. Hier drüben ist der Mistkerl. Oh oh, jetzt haben wir ihn angelockt. Das ist kacke. Aber, naja, wir werden ihn töten. Hoffentlich natürlich. Oh oh. Aber die ganze Meute muss ausgelöscht werden. Oh. Genau richtig gezielt. Wo ist der Kettensägen-Typ? Oh, den hat's auch weggesprengt. Gut. Das sind meine Äuglein gern. Noch gerne. Gerne, das ist nicht mein Wort. So, es ist nur noch der hier übrig. Aber nicht mehr lange, jetzt ist er nämlich tot. Und wir können den Schatz hier nehmen. Cool. 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 Nice. Ja, hier sehen wir die mumifizierten Plagas. Oder Fossilien. So sehen die Parasiten aus, die im Körper sind. Also so wie das Zeichen der ganzen Sekte. Hier ist noch was. So, jetzt brauchen wir noch Dynamit. Deswegen betätigen wir hier den Schalter. Nochmal. Und jetzt geht die Lore hier weiter runter. Und das wollen wir. Super, und hier haben wir das Dynamit. Nice. Und jetzt können wir uns hier den Weg frei machen. Verwenden. Und abhauen natürlich, wäre nicht schlecht. Nice. So, zum Glück haben wir vorhin die zwei anderen schon getötet. Und sonst wären sie uns jetzt im Weg. Naja, sie wären zwar keine große Herausforderung, aber ist ja auch egal. Ja, Leute, der Part war ziemlich cool, oder? Zuerst zwei so Gladiatoren, dann so ein Diener, voll stark, dann noch ein bisschen Händler schießen und hier noch den ganzen Stollen und dann noch ein Kettensägen-Typ. Ich kann euch sagen, der nächste Part wird nicht weniger aufregend, denn hinter diesen Türen erwartet uns auch etwas, das wir zuvor schon mal gesehen haben, und zwar auch wieder im Doppelpack. Also bleibt gespannt und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und halte jetzt meine Klappe. Tschüss.